User in your channel started recording. Die Zeiten, wo man Leute mit Hipster beleidigen kann, sind, glaube ich, lange vorbei. Aber ich meine das gerade als Beleidigung. Hm. Also fühl dich gefälligst beleidigt. Jawohl. Oh. In der letzten Folge. Ich habe jetzt einen Onkel. Weißt du wenigstens noch, welchen Namen du ihm gegeben hast? Sulpez. Nicht schlecht. Ich musste heute ein bisschen was nachholen und habe da erst gehört, wie massiv ich mich selbst in den Arsch gefickt habe mit dem, was ich ja noch gesagt habe. Aber na gut. Bisschen ausführend und wohlwollend, bitte. So wie der Rat, den David Kamal noch schuldet. ausführend. Naja. Sophie hat sich auf die Suche nach diesem Mann begeben, von dem sie geträumt hat. Und sie wusste, dass er in Leipzig sein muss, in der Nähe des MDR-Gebäudes. Und ist dorthin gefahren und hat dann durchs Herumfragen an einem Kiosk und in einer Trinkhalle und dann am Schalter des MDR-Gebäudes, also unten am Empfangsschalter, herausgefunden, dass dieser Mann wohl sich einigen Eskapaden hingegeben hat und dann von der Polizei zu seiner und der Sicherheit der Bevölkerung einkassiert wurde und sich in einem Maßregelvollzug befindet oder in einer psychiatrischen Einrichtung in jedem Fall. Und dann gab es ein Treffen mit Claudius, um möglicherweise um eine Möglichkeit zu kriegen, Zugang zu dem Mann überhaupt zu kriegen. Und ja, Sophie ist jetzt quasi der gesetzliche Vormund, hat einen Pass und halt diesen Wisch und veranlasst oder versucht gerade zu veranlassen oder hat veranlasst vielmehr, dass der Typ in ihrer Obhut entlassen wird. Ich wollte ja eigentlich, ich habe mir überlegt, ob ich wieder den guten alten Anwalt Poppedorculus nehme, aber ich wollte mich nicht schon wieder wiederholen, weil Poppedorculus ist einfach der beste Anwalt. Das ist richtig. Und ich habe ihn schon mal in Changing verwendet, deswegen kann ich das leider nicht machen. Es ist mir gesetzlich verboten. Dann ruft er Poppedorculus an, damit er dich quasi dagegen immunisiert. Aber ich glaube, gegen das internationale Spielleiterkonzil kann man sich nicht immunisieren. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. David hat noch mit Martha sich ausgiebiger unterhalten. Martha ist cool. Martha macht auch gar nicht so viel Stress und hat auch gar nicht so viele Leben zerstört von irgendwelchen Leuten, die bei uns wohnen. Nur weil sie neidisch ist. Du kennst ja noch nicht mal ihren Namen. Ist es richtig? Sagt er, während er nachguckt, wie sie heißt. Irgendwas mit Nagel. Hauptnagel, ne? Irgendwie so, ja. Rebecca, Mann. Rebecca? Rebecca Hauptnadel. Ach, Rebecca, okay. Ja. Ich glaube, ansonsten... Du hast ihn noch besucht. Ja, besucht habe ich ihn auch noch. Oder vielmehr David und ich haben ihn besucht. Und ich habe David als meinen Lebensgefährten ausgegeben, damit er mitkommen darf. Mhm. Genau, und ich sag mal, er ist immer noch genauso wie das erste Mal, also wie im Traum. Also wie als sie von ihm geträumt hat. Aber sie hat jetzt, weil sie noch in seine Vergangenheit gucken will, was sie auch später getan hat, hat sie etwas mitgenommen oder sich geben lassen von ihm, und zwar so ein Spielzeug-Dinosaurier ohne Schwanz. Und sie musste ihm dafür etwas geben, da hat sie ihm die Zeichnung gegeben, die sie von ihm gemacht hat, die er prompt zerrissen und unter seinem Kopfkissen versteckt hat. Und als sie in seine Vergangenheit geguckt hat, hat sie gesehen, dass er wohl schon länger irgendwie ist, wie er ist. In verschiedenen Ausprägungen auf jeden Fall hat er irgendwie einen Drachen gesehen oder irgendwie sowas in einem Supermarkt und ihn auch befreit.
Geklaut. Oder geklaut, wie auch immer. Befreit? Ja, sie hat dann tatsächlich dann auch seine Fußfesseln gelöst mit dem Schlüssel, den er aus seinem Herz rausgezerrt hat. Und dieser Drache ist dann auch hinfortgeflogen und Sophie hat zumindest gesehen, dass da in der Nähe auch eine, also es war auch alles in Leipzig, die ist auch dorthin gefahren, wo das war, und da gibt es auch eine Stelle, wo die Grenze zum Traum zumindest etwas dünner ist als sonst. Ja. Und dann habe ich mich in den Arsch gefickt, indem ich gesagt habe, du kannst da nicht durch. Was hätte ich weit genug vorausgedacht, ich nicht gemacht hätte. Aber ist egal. Weil so können wir jetzt nicht dahin, wo wir hin wollten. Ja, das ist ja erstmal irrelevant. Das kriegt man alles noch hin. Viel Spaß und bleibt geil. Sophie ist ja an dem Vortag zweimal nach Leipzig gefahren. Entgegen dem, was man denkt, ist es anstrengend. Und deswegen ist sie etwas früher eingepennt. Das heißt, sie wird auch etwas früher erwachen, aber dann wird sich wenigstens ihr Herz abkühlen. Denn es hat in der Nacht richtig dicke, geile Flocken geschneit. Es hört noch immer nicht auf. Und dicht auch, der Schnee. So ein Schneefall, wie ihr ihn, seitdem ihr dort wohnt, nicht erlebt habt. Das sind gute, gefühlte 30 Zentimeter, aber in Wirklichkeit bestimmt nur 20. Sophie rennt so, wie sie ist, raus. Ich bin nicht fertig! Entschuldigung. Schnee. Was ihr vielleicht jetzt als Spieler nicht wisst. Halle, vor allem die Innenstadt. Auch dort vor allen Dingen, wo David hin muss. Das sind ja nur ganz enge Straßen, häufig Einbahnstraßen, und häufig können da keine Autos fahren. Autofahren Innenstadt ist sowieso verboten und da sind sehr viele Bahnschienen. Mit anderen Worten, RIP. Die haben sich extra Schneeschiebewägen aus Magdeburg kommen lassen, um dem Ganzen Herr zu werden, und der Schnee wird im Stadion angehäuft, denn es hört nicht auf. Die Menschen rutschen leicht unsicher auf dem Gehweg rum oder stapfen durch so kleine Bergchen. Und kichern ab und zu wie kleine Kinder, wenn sie so rumschlittern und sich dann wieder fangen. Und freuen sich an ihren Mützchen und an dem ganzen weisen Gekrissel. Auch wenn es dafür schon spät ist. Sie werden sich erst in wenigen Tagen darüber anfangen zu beschweren. Des Weiteren, das Schloss des Grafen wird von diabolischen Nachtmaren angegriffen. Das seht ihr natürlich nur aus der Ferne, aber es sind geflügelte Viecher mit schwarzen Schwingen und widerlichen Klauen, die vor allem die Donnervögel attackieren und immer wieder das Licht des Hofes verdunkeln. Nicht auf die winterliche Art, sondern einfach auf eine terrorisierende Art. Finde ich jetzt an sich gut, aber seltsam. Jetzt darfst du übrigens, Flumi. Sie rennt so, wie sie ist, raus. Rauchen. Wie ist das denn? Im T-Shirt und so einer kurzen Schlafhose oder sowas. Okay. Barfuß. Und freut sich über jede einzelne Schneeflocke, die auf ihrem Körper landet. Schön. Hot. David ist ja vermutlich in der Zeit dann, während Sophie sich freuen kann am Arbeiten, dazu gehört ja Briefkasten ausleeren. Ja. In einem Briefkasten ist ein Buch mit dem Titel England aus allen Seiten, von allen Seiten. Ein Reiseführer in das Wunderliche von Kamal mit Zeichnungen und Ergänzungen des Auges der Reinheit. Limitierte Auflage. Mhm. Auge der Reinheit ist übrigens ein falscher Titel. Gesandte der Reinheit, verzeih.
Es steht da auch richtig drauf. Okay. Ich habe mich wohl nur verlesen. Ja. Offensichtlich. Ja, ja. Ja, ich blätter da mal kurz durch. Ja, das ist ein Reiseführer. Wenn du durchblätterst, ist es ein Reiseführer mit so vielen Zeichnungen, die du noch nicht kennst, weil das sind halt alte Sachen. Wenn du genau was liest, sage ich dir auch was, aber ich weiß nicht, ob du das willst. Ich stoppe auf der 43. Seite. 43, das ist ja bekanntlich Greenwich. Junge, nein, aber was du lesen kannst. Du bist ja dem Ganzen sehr objektiv zugewandt. Ne? Deswegen fällt dir objektiv auf, dass der Typ offenbar keine Ahnung hat, wovon er schreibt und das mehr oder weniger geschickt kaschiert mit Sophies Ergänzungen, Hörensagen und irgendwelchen Geschichten, die er einbaut. Er erzählt nicht wirklich was, wo man bei Reisen dahin kann, was sehenswürdig ist, sondern er baut halt Geschichten aus der Region ein, Erlebnisse von Sophie. Unbedeutender Scheiß, aber hey, es ist das Orakel. Und natürlich Bilder, wo einfach dann nur quasi Fragen zum Weiterdenken, was das Bild aussagt und was es für eine individuelle Prophezeiung für den Leser sein könnte. Was das, also, ne? Also jetzt, das ist das, was du von deinem objektiven Standpunkt siehst. Jemand, der ihm vielleicht aus Gründen der Niedertracht Kamals positiv zugewandt ist, könnte das vielleicht wirklich als einen ganz anderen, neuartigen Reiseführer vielleicht verstehen, der Sachen aufzeigt, die man so noch nicht in jedem anderen liest. Aber eigentlich ist es nur Unfug. Mhm. Unfug. Man kann auch sagen, Betrügerei quasi, Hochstaplerei. Es ist also nur Unfug. Fake News. Dann, ja, das wird halt mit der normalen Post nach oben gebracht und, ja, dahingelegt. Es ist halt ein Schundblatt, kommt zu den anderen Schundblättern. Direkt unter die Apothekenzeitschrift. So ungefähr. Mhm. Ja, obwohl die Apothekenzeitschrift hat einfach zu viel Sinnvolles. Hat sie das, ja? Natürlich, hast du sie schon mal durchgelesen. Du weißt dann halt, wann du in die Sonne gehen darfst und wann nicht. Und wenn ja, welche Produkte du dafür brauchst. Das ist wichtig, damit kannst du dich dann Ewigkeiten unterhalten drüber. Oh, wenn du im Hochsommer rausgehst, verhindert Sonnencreme, dass du einen Sonnenbrand bekommst. Nicht nur Sonnenbrand, sondern auch halt das Hautkrebsrisiko wird dadurch minimiert. Genau. Ich habe beim ersten Sonnenkontakt ja Hautkrebs bekommen. Zum Glück hat mich die Apothekenzeitschrift aber gewarnt. Na gut, du packst den Kram unter. Ich muss dir mal kurz was schreiben. Sophie. Du erfreust dich am Schneetreiben. Ja. Okay. Das heißt, du bist du interessiert am Schlachten am Hof? Also ein bisschen neugierig ist sie schon. Okay. Dann kannst du länger hingucken und die Nachtmare am Himmel, das sind so eine Art geflügelte Schlangen hauptsächlich mit kläglichen Armen und Beinen und die sehen ziemlich aus wie die Springteufelschlangen, die Pascal auf das Schloss losgelassen hat, die ja erstmal verschwunden sind. Sie sind nicht pervertiert, aber sie haben die Albträume der Menschen aufgesaugt, bevor sie sich wieder dem Schloss zugewandt haben. Die scheinen durchaus gefährlicher. Die haben jetzt nicht mehr Säure. Aber ab und zu schnappen sie halt nach zum Beispiel den Donnervögeln und da ist schon der ein oder andere ist schon in ihrem Maul verschwunden und wurde dann quasi runtergewürgt. Sie guckt und überlegt gerade, sollte man da vielleicht was tun? Die sind, jeder einzelne, größer als ein Greif mit Ski drauf. Oh. Das sind bestimmt 4-5 Stück. Begleitet von kleinen, grotesken Harpienviechern und sowas. Trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen. Allerdings ist die Frage, was ein Orakel da tun kann, eigentlich nicht viel. Ich kann es ja nebenstehen und sagen, ich hab's euch ja gesagt. Wäre vielleicht nicht so gut.
Kannst du daneben stellen und Albtraum-Abschreck-Talismane verkaufen? Ich kann daneben sie ist kein Nöcker. Und schnelle Skizzen machen, weil fotografieren ist ja uncool und das hinterher als Andenken verkaufen, als Andenken-Postkarten. I survived the nightmare attack. Szenen eines Albtraums. Sehr gut. Es ist wichtig, aus vielen Sachen Profit zu schlagen, SW. Ja, eindeutig. Das habe ich schon gelernt. Das ist gut. Hast ja auch den armen Malakai abgeknöpft hier, sein teure verdientes Soff. Was? Also. Sie wollte es ja nicht mal, er hat es ihr trotzdem gegeben. Ja, ist okay. Also, echt. Ja, Sophie betrachtet das Ganze ein Weilchen. Kriegen die das irgendwie in den Griff, oder? Luftkampf ist ja was nicht so schnell geht. Du siehst auf jeden Fall nicht den Grafen auf seinem Turm stehen, von dem er alles sieht, und eine kleine Sonne irgendwie, ne, erschaffen. Obwohl, das kann er vermutlich nicht mal. Aber da irgendwie sie unterstützen, das siehst du schon mal nicht. Da kann es nicht so schlimm sein, wenn er nicht mal selbst anlegt. Das ist eine Interpretation der Dinge. Oder ist es so schlimm, dass er ja schon flieht? Ja, genau. Da du unten... Du hast nicht die beste Sicht, du siehst nur, was in der Luft ist. Ich meine, du konntest vorher doch steigen. Oh, dann werde ich das tun. Ich meine, das ist nicht wirklich glatt da oben, aber... Barfuß rutscht vielleicht reicht es ja einfach nicht, nur sich hinzusetzen, ne? Barfuß rutscht man nicht so schnell aus. Ja, aber wenn dann so eine leichte Eis... Also es ist ja eher flach, das Dach, das passt schon alles. Unten wird der Flak aufgebaut. Das heißt, so eine Art... Ein Nöcker-Flak. Dachte ich auch erst dran, aber es sind eher... Naja, doch, eine Zusammenarbeit aus Dougal und Nöcker. Das wird irgendeine Art Ballista sein, die dann langsam anfangen, dickere Pfeile auf die abzuschießen. Die sind They will backstab them with a ballista. So ist es nämlich. Die dann größere Pfeile abschießen oder andere Geschosse, die sich in der Luft teilen und dann ihre Ziele anvisieren, aber nur initial. Das heißt, die verfolgen die nicht. Das heißt, es ist auch gefährlich für die anderen Luftkämpfer, sieht aber witzig aus. Aber das scheint was zu sein, was sie vielleicht in den... Also die können die Viecher nicht töten, die können die vermutlich zurückschlagen, aber das wird sich noch ein bisschen ziehen und es scheint nichts zu sein, was jetzt mal eben so nebenbei tägliches Ereignis ist. Ja, aber die ganzen Trolle würden sich ja auch schlecht vorkommen, wenn sie die ganze Zeit nichts zu tun hätten. Na, die Trolle können nicht in die Lüfte. Die bewerfen die vermutlich mit Steinen, aber so hoch können die nie werfen. Wofür sind die eigentlich gut? Die beschützen die Geschosse mit ihren Körpern. Toll! Das ist wichtig? Ja. Was sollen die sonst machen? Sollen denen Flügel wachsen oder was? Zum Beispiel, es wäre aber eine Maßnahme. Achso, ja, können die aber leider nicht. Ha. So viel banal. Tja, die Welt ist halt so. Gut. Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz darüber im Klaren. Na, wobei, da einzugreifen wäre echt dämlich. Weil sie irgendwie mehr behindert als sinnvolles. Kannst du fliehen? Nö. Dann kannst du nicht eingreifen. Wüsste. Gut. Dann kann ich mir das ganze Schauspiel noch ein Weilchen betrachten. Ja. Ich habe ja den besten Aussichtsplatz. Du kannst höchstens Sir William Van Eyck Fisher anordnen, dass er einen Airstrike macht, aber ansonsten hast du da wenig Möglichkeiten. Der Arme, nein. Ach so, gut. Also je nachdem, wie viel Zeit du dir lässt, wird das irgendwann, werden sie die zurückschlagen und die fliegen erstmal davon.
Ach ja, Sophie nutzt die Zeit, wenn sie da oben ist. Sie hat ihren Block geholt und das ist schon ein, denke, ein Ereignis, das man festhalten sollte. Also es gab auf jeden Fall schon ein paar Verletzte. Ein Ereignis, das man festhalten sollte. Ja. Irgendwann hat sich eine kleine Schneekrone auf ihrem Kopf gebildet. Oh. Weil es witzig ist. Ja, aber dann vermute ich doch eher in Tiara-Form von dem, was du in deinem Feendings hast, ne? Ja, aber selbstverständlich. Ja gut, das wollte ich ja nur... Richtiges Schneewittchen jetzt. Ja. Ist so awesome. Sag mal, sie ist in ihrem Element. Und ich werde hier immer beleidigt, wenn ich ein bisschen sarkastisch bin, aber der Junge hier, der ist viel schlimmer. Das war ernst gemeint. Ja, na klar. Juri, du sagst, du gehst dann, wenn du irgendwann fertig bist, runter. Ja. Mhm. Was macht denn David in der Zeit so? Essen. Ja, die ist ja bestimmt, die braucht ja ewig zum Zeichnen, willst du die ganze Zeit essen? Nö, nee, das nicht, aber bald mein erster Hunger gesättigt ist. Er ist nicht gesättigt. Dann? Bereite ich halt das nächste Essen vor. Also das ist halt so, ja, nicht das, direkt das Essen vorbereiten, sondern schon wieder Hunger. Seltsam. Na gut. Also ich werde auf jeden Fall ausgedehnte Mahlzeiten zu mir nehmen und dann eventuell schauen, was ich im Haushalt tun kann und dann eventuell mal eine Tischmahlzeit einlegen. Und Dinge lernen. Und ausprobieren. Das Neue wirst du ausprobieren? Das müsst du halt in einer Person ausprobieren. Nein, nicht das Neue. Das Neue, was ich bald lernen soll. Also wollte. Okay. Will. Ich wollte gerade sagen, dass das involviert auch Essen und das würdest du bestimmt immer für dich haben wollen. Nee, eben. Lass ich lieber bei mir. Naja, es ist ganz schön anstrengend. Da muss man auf jeden Fall viel mehr essen. Du hast zwar noch ein paar Reserven, aber Sophies Teil des Kühlschranks ist auf jeden Fall, wird immer verlockender. Ich gehe einkaufen. Sehr gut. Es gibt nur feinste Waren im Edeka. Irgendwie ist alles lecker. Seltsam. Dir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen, wenn du da durchgehst. So richtig klischee-mäßig, okay. Wie so ein Hund. Ich besorge mir Zeug, was halt den Magen dicht macht, aber wenig Kalorien hat, weil ich will ja nicht fett werden. Nee, das wäre dramatisch. Reis. Genau. Vor allem für ein Heinzelmännchen. Moment, Reis hat super viele Kalorien. Moment, ich habe unendlich viel Reis. Du hast unendlich viel Reis. Shit. Ja. Schlage den Spielleiter mit seinen eigenen Waffen. Was heißt eigenen Waffen? Du kannst den Reis gerne essen. Du sagst also, wenn Sophie runterkommt, bist du immer noch dabei, so einen 10-Liter-Topf Reis zu kochen. Why not? Kein Grund, warum nicht. Risotto quasi, damit es ein bisschen Geschmack hat. Jo. Was geht denn bei dir? Ich wollte ein bisschen Risotto vorbereiten. Ein bisschen? Das ist der größte Topf, den wir haben. Also vielmehr, den du hast. Welche Mannschaft willst du denn zum Essen einladen? Das muss ich noch klären. Du siehst auf dem Tisch, dass er schon mindestens ein reichhaltiges Mahl hatte. Mutierst du jetzt zur Rotkappe? Nicht, dass ich wüsste. Wenn ich mir den Tisch so angucke, kommt das aber ganz gut hin. Er knabbert auch an der Karotte gerade, während er das macht. Also während er kocht. Ist ja gerade. Naja, also ich hab schon ein bisschen Hunger, das stimmt wohl. Also ein bisschen mehr vielleicht. Sein Magen knurrt laut und wütend. Rotkappe. Eindeutig Rotkappe. Schön. Ist auch mal eine Erfahrung, aber warum jetzt? Und warum ich? Weil es Winter ist.
Und? Hunger. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, und? Strafe. Och. Diese Art von Strafe. Der Traum straft euch mit Hunger für das Chaos, das ihr entfesselt habt. Das war ja der Honar, der euch damit gestraft hat. Der Dougal quasi. Man bringt das ja auch nicht, dass ich das alles einkoche. Glaub mir, du wirst es brauchen. Nee. Ich weiß, wovon ich rede. Hast du keinen Hunger? Warum werde ich alleine bestraft? Warum denn der Scheiß? Uli, haben sie sich für mich was anderes aufgehoben. Ich kenne das schon. Na, hier sind wir. Ich hoffe, Sophie weiß, dass ihr Hunger keine Strafe war. Ja, ja. Gut. Aber wo wir gerade davon sprechen, ich meine, du bist ja kein unordentlicher Mensch und David hat gerade da so viel Kochreste irgendwo hingelegt. Erstmal, die wirst du ja bestimmt in den Mülleimer tun wollen. Ja. Und die verwelken und verknuspern in deiner Hand. Es gibt keine Essensreste. Nein, ich meine, du isst ja nicht zwingend. Was kommt in so einem Risotto rein? Gemüse. Ja. Gemüse, oh mein Gott. Ja, zum Beispiel der Paprikastrunk. Ach so, ja, das ist richtig. Das ist ja ein Essensrest, den du nicht verzehren wirst, noch nicht. Ja. Und der wird ganz trocken und faulig in deiner Hand. Ah. Haha. Du packst hier nichts mehr an Essen an. Wenn sein muss, füttere ich dich, aber Essensverschwendung mag ich nicht. Allerdings könnte man nicht super zum Schnellkompostor jetzt benutzen. Warte mal kurz, nimm mal das und tu das mal alles hier rein. Wir machen unseren eigenen kleinen Hauskompost. Was? Ein Hauskompost. Damit können wir die Blumen besser düngen. Ich sollte besser aufpassen, dass ich dich nicht anfasse. Oh. Du könntest mal zum Herzog gehen und besser nicht. Und ihm die Hand schütteln. Besser nicht. Ich habe kein Interesse daran, ihn umzubringen. Für die Wissenschaft. Für welche Wissenschaft? David, was ist mit dir? Na, die Wissenschaft. Naja, also ich meine, muss ja gucken, ob das... Wissenschaft? Das hat doch nichts mit Wissenschaft zu tun. Nein, also wir wissen ja auch nicht, ob das... Soll ich mal ein Tier ausprobieren, was passiert, oder was? Bei mir wäre das ja doof. Ach so, sind wir ja so weit. Ja, das ist halt... Solange es mich betrifft, ist es was anderes, oder was? Prinzipiell? Und außerdem müssen wir das ja an irgendjemanden testen, ob wir uns die Hand geben können. Und lieber nicht an mir. Ich werde das an niemandem testen. Ja, und dann rempelst du in der Stadt jemanden aus Versehen an und zack! Welk. Dann sollte ich wohl vielleicht besser zu Hause bleiben. Hm. Maybe. Allerdings sollte ich mal an dem trockenen Reis ausprobieren. Nicht Essbares. Oh, David. For Science? Na gut, er schmeißt dir quasi ein Reiskorn zu. Bitte mehr, damit ich auch was sehen kann. Das siehst du doch, du hast doch Augen im Kopf. Ein Reiskorn. David, jetzt hab dich doch nicht so, meine Güte. Ja, nimm halt hier. Ich brauch doch nur ein bisschen einen Eierbecher oder sowas. Willst du dir das wirklich geben? Das ist dein Essen. Nein, will ich nicht. Und du weißt nicht, ob das reicht, was du noch hast. Was ist, wenn nichts mehr da ist? Das wird noch reichen. Bist du sicher? Nein. Aber ich bin zuversichtlich.
Bist du das? Ja. Sophie holt sich jetzt einen Eierbecher und schöpft ein bisschen was ab. Das Problem ist, ich bin halt auch scheiße neugierig. Na gut. Ich will das halt schon also, wissen. Sie packt explizit erstmal gerade nur diesen Eierbecher oder die kleine Tasse an. Ich berühre dich nicht, aber ich mach so weg. Ich mach das. Bevor du in meinen Topf packst und dann ist alles kaputt. Ich wollte nicht in deinen Topf, sondern in das trockene Zeug. Weg! Wenn du das alles kaputt machst, ist auch scheiße. Ich hol das raus. Hier hast du einen Eierbecher voll. Danke. Geh an den Tisch. Red bitte nicht in so einem Ton mit mir, das kann ich nicht ausstehen. Ja, aber bleib weg von diesem Essen. Sophie geht bitte zum Tisch und versucht mal, ob sie den trockenen Reis anfassen kann. Ich meine, technisch gesehen ist es der gleiche Reis. Also der Reis in dem Eierbecher. Der verfault. Denn der Traum straft euch ja mit Verfall für die unreine Züchtung, mit der ihr unser Land überzogen habt. Und der Reis im Topf, der verfault. Und der Reis, der in deinem Keller aufgeschichtet ist, der verfault. Ups. Das ist sowieso... Da gerade durch die... Die Tomaten eh verfault gewesen wären in meinem Risotto, war das jetzt gar nicht so schlimm. 10 Liter Reis plus all deine Reserven sind soeben vernichtet worden. Naja. Also ich gucke sie schon ein bisschen entgeistert an. Sophie guckt auch ein bisschen entgeistert, damit hat sie nämlich nicht gerechnet. Kraus. Konnte auch keiner. Oha. Das ist übel. Raus. Besorgen wir Neues. Übel. Bist du sicher, dass ich das versuchen sollte? Bezahl wen, der das trägt. Ist mir egal. Sophie legt den Zwanni auf den Tisch. Besorg dir selbst neuen. Ich nehme den Zwanni und gehe einkaufen. Alles im Edeka sieht übrigens lecker aus. Ja, ich kaufe mir Zeug. Alles. Naja, ich kaufe halt günstig. Puffreis ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, ja. Ich kaufe halt günstig und viel. Na, immer Rinnenschacht. Sophie geht wieder aufs Dach. Wenn ich da bin... Aber sie nimmt ihr Handy mit. Ja, wenn ich wieder zurück bin, das Ganze zubereitet habe, im Übrigen... kommt halt das verfaulte Zeug alles in Sophies Zimmer. Weil ich schleppe das mit Sicherheit nicht runter. Dafür hast du auch keine Zeit, du musst dringend was essen. Eben. Auf der anderen Seite wirst du bestimmt wieder diesen 10-Liter-Topf benutzen, also musst du, na gut, du kannst einfach abgießen, ja. Ich kann ja auch. Willst du dir wirklich die Zeit nehmen? Ich meine, du kannst es schnell abgießen durch ein Sieb und dann, weißt du, tust du das Sieb auf den Teller und stellst ihn bei Sophie ins Zimmer, alles überhaupt kein Ding. Was aber viel wirklich... schneller geht, ja? Ist nämlich, dass ich den Töpf nehme, in Sophies Zimmer stelle und in anderen Töpfen koche. Okay, in mehreren gleichzeitig. Das geht auch. Ach ja, und Sophie nimmt dieses Buch mit, was sie offensichtlich gefunden hat. Weniger wertend als bei David, aber wenn man, gerade du wirst merken, dass er halt echt keine Ahnung hat, aber jemand, der noch nicht in England war und dem Ganzen objektiv gegenübersteht, wird das bestimmt nicht zwingend merken. Okay. Sophie... Die schreibt eine SMS mit dem Inhalt, dass es ihm überraschend gut gelungen ist. Wow, darauf bekommst du auf jeden Fall keine Antwort.
Überraschend gut. Wow. So viel. Vielleicht gibt es noch einen Zwinker-Smiley dazu. Ja, ich bekomme einen Anruf. Von wem denn? Pascal. Pascal? Ja. Ja? Guten Tag. Diese ersten Worte. Weißt du, du hast ja jetzt schon gesehen, wie schlimm diese Schlacht da am Himmel war. Und eigentlich hat er euch viel tiefer in die Scheiße reingeritten und die ganze Grafschaft tiefer in die Scheiße reingezogen, als nötig gewesen wäre, nur damit er seinen Scheiß Spaß hat, weil er ein Puka ist. Er ist, und das, die Sache mit der Goblinfrucht, Pascal ist eigentlich richtig widerlicher Mistsack. Der sollte sich schämen, der sollte in eine Ecke gehen und da nie wieder vorkommen. Ich sag das nur. Mhm. Und damit meine ich, das sind deine Empfindungen. Ah, okay. Alles easy? Die Menschen verhalten sich mir gegenüber ganz wie immer und ganz so, wie ich es verdiene. Und ich erinnere mich nicht mehr genau an die Worte unserer werten Dienerschaft. Deswegen wollte ich nachfragen, wie es euch heute so ergangen ist. Also sagen wir es mal so, die Hand geben solltest du mir nicht. Ja. Dann werde ich das gleich tun. Das solltest du auf jeden Fall tun und das wird dir ein wunderbares, langes Leben bescheren. Ja. Ja. Ach ja, und wenn du David sehen solltest, sieh bitte nicht zu lecker aus. Nicht so gut. Dann legt er auf. Ihn hat es übrigens schlimmer getroffen als euch. Er bekommt die Schande. Oh. Aber ich wollte das Gockeln nochmal hören. Das ist dir gelungen. Also David haut sich einen Bottich nach dem anderen rein. Mhm. Die Sache ist, es wird immer schlimmer. Ja, und ich habe einen großen Hass gerade gegen jemanden. Entschuldigung. Was sagt sie mit vollem Mund? Gegen wen denn heute so? Naja, gegen sie wohl. Wen denn sonst? Wer hat denn gerade meinen tollen Reis kaputt gemacht? Wer wollte denn Wissenschaft? Das ist ja nebensächlich. Zu dem Zeitpunkt hat es mich nicht interessiert. Tangiert. Jetzt tangiert's mich. Nicht gut. Wo wir dabei das Hauptargument sind. Sag mal, David, außerdem ist immer was anderes. Außerdem, ich bin nur mitgekommen, weil man mich dazu gezwungen hat, quasi. David sollte man übrigens nicht wählen lassen irgendwie, ne? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Okay, ein Hass. Hast du vor, den Hass irgendwie umzusetzen? Nein, ich bin beschäftigt. Ja, das stimmt. Es wird doch wirklich immer schlimmer. Ist nicht gut. Ja, so fies essen. Sehr gut. So nebenbei halt. Ich meine, das Schlimmste ist, nebenbei will man ja auch, wenn man richtig viel Hunger hat, ja auch noch was anderes schmecken. Und da sucht man vielleicht auch mal nach Süßigkeiten. Ist David so ein Süßigkeitenesser auch mal zwischendurch bestimmt, oder? Natürlich, er hat immer Süßigkeiten zu Hause. Stimmt, könnte jemand zu Besuch kommen. Ist ja auch Kekse und sowas, ne? Genau. Das Schlimmste ist, weißt du, sie hat halt nur wieder so einen Ekelscheiß. Sie hat nur, wie heißt der Kack gleich? After Eight. Da! Lecker. Rein damit. Okay. Ja, gut, dann hast du. Hat sie wenigstens dafür ist sie gut. Das ist Schokolade mit Minze, hallo, was gibt's Geileres, wenn man Hunger hat? Tot zu sein und alles da auch. Eine ganze Menge gibt's Geileres, eine ganze Menge. Schokolade ohne Minze zum Beispiel. Ja. Ich trinke gerade Pfefferminztee, also das ist halt so. Pfefferminztee ist ja was anderes. Übrigens auch eine so gute Taktik, wenn du viel Hunger hast, musst du viel trinken. Das hilft schon mal überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht. Das Einzige, was ein bisschen Linderung verschafft, ist Kauen. Oh, schön.
Vielleicht auch dickflüssiger Kakao oder sowas. Dann muss schon sehr dickflüssig sein. Also flüssige Schokolade im Wesentlichen. Ich meine, du kannst Puffreis in Kakao tunken, ja. Dauert viel zu lange. Schokolade ist übrigens sehr sättigend. Mhm. Und Nüsse. Ja, wir haben in ungefähr einer Viertelstunde nichts mehr zu Hause, was essbar ist. Aber der Wanst hat einen ganzen Kühlschrank voll mit Wurst. Also das erstreckt sich jetzt schon über so den halben Tag. So schnell kannst du ja einfach nicht essen. Aber ja, David räumt eure Bude leer. Okay, Sophie ist auf dem Dach. Damit sie verhindern kann, dass ihr irgendwer entgegengesprungen kommt und sie umarmt. Mhm. Dann bist du wenigstens eine von denen, die, also eine von den euch zweien, die mitbekommt, dass im Haus wieder feinster Gatschi ertönt. Roland ist da. Neues Sortiment tatsächlich auch. Oha. Vielleicht hat er Besuch. Celine Dion ist jetzt Right Version und so. Vielleicht hat er Besuch. Legt deshalb die Schnulzen auf. Es gibt keine. Wenn du Celine Dion sagst. Ich habe dir diese Musik präsentiert. Na, aber es gibt bestimmt auch Gatschi-Schnulzen. Ja, aber die werden dann immer durchbrochen durch Stöhnen und Schreien und Fisting is 300 Bucks und ja, Boy und Next Door. Weißt du? Aber vielleicht ist das Rolands Vorstellung von Romantik? Vermutlich. Ich denke auch. Also als Martha bei ihm da war, hat er keine Musik angehabt, aber das wäre gut möglich, ja. Siehst du? Ja, Martha. Aber Martha ist auch nochmal was ganz anderes. Das haben wir schon gelernt. Aber vielleicht hat er ja anderen Besuch. Das wäre möglich, das hörst du zumindest nicht. Du hörst nur Californications Right Version. Okay. Gut, am frühen bis späten Abend, es schneit übrigens immer noch, jetzt sind es tatsächlich 30, 35 Zentimeter insgesamt. Es wird dann aber demnächst mal aufhören. Oh. Dann, der Scheiß bleibt ja aber erstmal. David ist jetzt durch, denke ich, mit allem, was Essbares da ist. Habe ich noch Geld? Die Antwort lautet wie immer ja. Das ist ausgesprochen gut, dann kann ich mich eigentlich. Also bevor das Essen zu Ende geht, habe ich mich beim Lieferdienst angerufen. So nämlich. Das ist gar nicht dumm. Dann sagst du also Familienpizza, 4 Stück mit sehr viel Käse. Ja. Und da das echt zu lange dauert, habe ich mich beim Kleinhändler angerufen. Ja. Und es gibt vielleicht noch Döner. Sophie auch Hunger hat, aber sie kann jetzt nichts essen, weil ja alles verfault. Das ist echt fies. Du hast noch nicht versucht, ob man das umgehen kann. Aber. Ach, stimmt, mit einer Gabel, ja. Es ist zum Beispiel ja auch so, dass wenn du dann da sitzt, dann kommt erstmal ein Dönermann angefahren. Dann ist er verwirrt, weil da ist auch ein Thai-Mann. Die klingeln beide bei der gleichen Wohnung. Und das ist halt für eine fette Party. Quasi, eingestellt bei beiden. Das ist alles quasi online bezahlt, das ist das Gute daran, dass wir auch nämlich kein Geld haben. Ja. Sophie geht mal runter. Ich lass beide in die Wohnung. Ich guck dich richtig böse an, als in die Nähe des kommst. Hi. Geh in dein Zimmer. Red nicht so mit mir. Ach so, im Übrigen, die Küche sieht scheiße aus. Keine Zeit zum Abwaschen. Wow. David, was ist mit dir? Ah, ja, okay. Finger weg, die braucht das nicht tragen. Ich trag das hoch, ist kein Problem. Hä, die stehen schon oben, die kommen schon bis hoch. Ja, ich meinte auch eher so, dass sie nicht, also normalerweise kriegt ja der Nächststehende die Pizza in die Hand gedrückt und dann wird abgerechnet oder sowas. Lass mich mal jetzt durch hier. Nein, du! Nee, die wissen schon, dass es ein Mann ist. Anziehen gehen? Ja, geh in dein Zimmer, wie gesagt.
Das sind wir ja gewohnt. Übrigens, die mussten nicht auch zwischendurch anrufen, die haben natürlich nicht euren Hauseingang gefunden. Mhm. Deswegen wussten die schon, dass du der Käufer bist. Das ist gut. Ja, die händigen dir 4 Tonnen Nahrungsmittel aus. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich packe alles quasi erst in den Hausflur, weil die kamen ja dummerweise gleichzeitig. Mhm. Und dann nach und nach in mein Zimmer. Also der Dönerlieferant wird auch mal so an dir vorbeilugen, ob da die fette Party im Hintergrund in Totenstille ist. Dann nochmal runtergucken zu der Wohnungstür, wo die laute Musik herkommt. Und dann nicht das Geld entgegennehmen, stimmt. Und dann werden die wieder fahren. Zu zeigen. Sophie geht sich mal was anziehen. Und sich jetzt woanders was zu essen besorgen und mal ausprobieren, ob es funktioniert, mit Messer und Gabel zu essen. Was die willst Frage du denn? Also, David hat alles von dir gegessen. Der war in deinem Zimmer. Ja, deswegen geht sie jetzt runter bei Roland mal klingeln oder so. Der hat immerhin so oft unseren Kühlschrank leer gefressen. Weil er bekifft war oder so. Okay. Also wenn du nochmal einen Eindruck willst, da ist ein Link im TS und ich rate dir direkt zu Minute 2:55, aber ja. Nö. Der macht die Tür auf, der wirkt du weißt ja, wie ein richtiges Langzeitdrogenopfer aussieht. Ja. Das ist aber nicht die richtige ein Medium-Langzeitdrogenopfer. Einfach ein alter Raucher, das reicht ja schon. Wenn die Haut eine gewisse Färbung annimmt und mehr Falten, Bewuchs und so ein Shit, erscheint all sowas in den letzten, wie lange war der weg? 3 Wochen oder so, dazugewonnen zu haben. Alter, was ist denn bei dir passiert? Hä? Zu tief ins Glas geguckt oder was? Don't judge. Tu ich nicht. Du siehst aus, als hättest du viel Spaß gehabt. Ich beneide dich ein bisschen. Ja, kriege ich jetzt erstmal einen Kuss oder was? Nein, kriegst du nicht. Fass mich nicht an. Bist du jetzt eine von denen? Ja, dann zeig wenigstens deine Brüste. Das ist nur ein gut gemeinter Rat. Ich fürchte, wir kriegen gerade die Folgen unseres Wann waren das? Unserer kleinen Tour in den Palast zu spüren. Interessiert mich nicht. Doch, alle Zimmerpflanzen, die ich anfasse, zerfallen zu Staub. Also insofern solltest du mir besser nicht die Hand geben. Bin ich ein scheiß Zimmerpflanze oder was? Weiß ich nicht, aber ich habe vorhin Davids gesamten Reisvorrat vernichtet, indem ich ihn angefasst habe. Mhm. Ja, dann komm mal rein. Hast du was zu essen da? David frisst nämlich gerade die ganze Bude leer. Ich fürchte, also du sag mal, damit ich das nochmal die Kausalkette hier richtig verstehe. Du vernichtest Essen und fragst mich nach Essen. Nein, ach Mann, das war nun versehen. Ich wollte nur ausprobieren, ob es funktioniert, mit Messer und Gabel zu essen. Ich habe nämlich den ganzen Tag aufgrund dieser Tatsache noch nichts gegessen. Und jetzt Hunger. Komm rein. Sie kommt rein. Ihr gibt dir eine Fischbüchse in die Hand. Das ist so ziemlich eines der wenigen Nahrungsmittel, die noch da sind, offenbar. Okay. Ah, du warst auch nicht einkaufen. Sie nimmt die Fischbüchse, macht sie auf. Smöredings! Vergorener Fisch in der Dose. Du findest eine Gabel neben einem Dildo im. Ja, wer ist denn gleich? In der Besteckschublade. Nee, das. Hallo? Nein, im Wäschekasten. Nehme ich auch. Da ist auch das ganze andere Besteck drin, so ist es nicht. Ah, okay, gut. Dann nehme ich mir diese Gabel und versuche etwas zu essen. Es klappt nur deswegen, weil ich dich ja nicht auch mit Hunger bedingsen kann. Aber es schmeckt fad und langweilig. Nach nichts quasi. Sie guckt. Es ist Dosenfisch, es ist also nicht viel, was da fehlt, ne? Sie guckt in Richtung des Palasts. Danke!
Glaub nicht, dass sie dich hören können. Nee, die sind auch gerade beschäftigt. Bei Beschwerden musst du dich direkt dahin wenden. Besser gerade nicht. Ich weiß nicht genau, ob die diese komischen Schlangen jetzt zerhackstückt haben, aber zumindest heute Vormittag waren sie schwer damit beschäftigt. Ich hielt es für klüger, mich vom Palast fernzuhalten. Mhm. Ja. Mhm. Störe ich dich beim Pennen? Mhm. Sondern dabei eine aufregende und wunderbare Geschichte zu erzählen. Und wem erzähle ich die? Deinem Kopfkissen. Zumindest klingst du so. Warum sollte ich mit meinem Kopfkissen reden? Weil es dich besser kennt als jeder andere. Sehe ich aus wie eine einsame Katzenlady. Nö, aber wie jemand, der viel zu erzählen hat. Sehe ich aus wie irgendeine Quatschtüte, die ganzen Tag Small nicht halten kann. Manchmal schon, gerade nicht. Gerade siehst du sehr übernächtigt aus. Wie jemand, der die letzten 2 Wochen das Maul nicht halten konnte. Willst du mir irgendwas sagen? Überhaupt nicht. Mhm. Du hast nur fürchterlich schlechte Laune und das geht mir auf den Keks. Aha. Es tut mir sehr leid, dass nachdem du bei mir geklingelt hast und mein Essen genommen hast, darunter leiden muss, dass ich schlechte Laune habe. Hilfreichen Tipp, um dem Abhilfe zu schaffen. Ja. Piss dich einfach. Warum hast du denn so schlechte Laune? Muss ich mich vor dir rechtfertigen? Du wohnst hier. Selbstverständlich musst du dich nicht vor mir rechtfertigen. Eigentlich wollte ich nur nett sein, aber wenn du möchtest, dass ich gehe, werde ich das tun. Warte. Ihr gebt dir noch 2 Fischbüchsen. Danke. Sie geht mit der Gabel. Mhm. Auf den Tisch kommt heute dein Fisch. Hm. Sie gehen nicht in die Wohnung damit. David isst es dann ja auf. Richtig. Ich habe schon drauf gewartet. Jetzt die aus der Hand gerissen und aus der Dose gekippt. Im Flur mit so einer Pizza, die er sich zusammen mit irgendwelchen Glückskeksen in den Mund steckt. Mein Schatz. Ja. Nein, sie geht in den Garten. Ja. Und setzt sich da auf irgendeinen Stuhl. Raucht und isst dabei Fisch. Das funktioniert so nicht. Du kannst nicht rauchen und essen. Vor allem sie isst erst, damit David nicht noch auf die Idee kommt, rauszukommen. Und dann raucht sie. Ja. Funktioniert das Rauchen überhaupt? Wenn ich mal so fragen darf. Wieso soll das nicht? Verfall? Das ist aber schon totes Gewebe. Hm. Das war der getrocknete Reis auch. Nope. Ich werde Sophie nicht das Rauchen wegnehmen. Ich finde nämlich, dass man das promoten sollte in unseren Videos, okay? Deswegen werde ich ihr das nicht wegnehmen. Das ist sehr gut. Wir haben ein riesiges Problem in Deutschland mit Übergewicht. Raucht mehr. So. Zahlt unsere Steuern. Meinetwegen auch das? Ja, weißt du, was die Raucher für Steuern zahlen? Außerdem sind die nicht mehr, es sind durch die Langzeitschäden wieder, weißt du? Ja, aber wenn die halt mehr rauchen würden, würden die halt schneller an Krebs verrecken und dementsprechend unsere Rentenkassen belasten. Ja, aber Krebsmedikation kostet ungefähr 70.000 Mal so viel die Krankenkassen, wie sie an Steuern einbringen kann. Also Krebsmedikation ist super teuer, ist aber auch irrelevant. Das stimmt. Mhm. Sophie dann wird jetzt übrigens irgendwann hinausgehen, weil sie irgendwie gelangweilt ist, jetzt nur im Garten und auf dem Dach rumzueiern. Deswegen eiert sie jetzt irgendwie etwas weniger in der Stadt als mehr irgendwo in der Pampa rum. Ja. Die nächste Pampa ist in der Nähe vom Hof. Ja, da war was. Wo gibt's noch Pampa? Ja, wenn du eine Weile läufst, klar, du kannst irgendwo. Nee, hier Stadtpark ist eigentlich alles safe, ja. Easy. Okay.
Ich fasse keine Bäume an. Nicht schlecht. Ja. Setze mich irgendwann auf eine Bank und tue, was auch immer ich tue. Nicht frieren. Nicht frieren, das auf jeden Fall. Sie schreibt mal ein paar SMS, meldet sich mal wieder bei Wally, solche Dinge halt. Sehr gut. David. So gegen 1 Uhr nachts ist alles aufgezehrt. Bist du dir sicher? Selbst, also der Lieferdienst hat, liefert doch bestimmt auch um 1 noch. Aber du hast bestimmt kein Geld mehr. Außer um 1? Nein. Ja, aber um 23 Uhr. Nicht in Halle. Oh, also um 23 Uhr schon, aber da konnte man noch nicht sehen, dass man vermischt das dann immer so mit Müll und dann hebt man so ein bisschen Müll hoch und man dachte, da ist noch was drunter, aber da ist einfach nichts mehr drunter. Pizza ist doch in Pizzakartons gekommen, oder? Klar. Läuft. Da ist noch Pizza dran. Die esse ich. Also, ja, das sind halt so ein paar Kleckse Tomaten. Nein, ich meinte Käse. Die Kartons schon. Ich sehe, wir verstehen uns langsam. Ach, die kleine Rotkappe. Ich glaube nicht, dass ein Mensch so viel Zellulose vor allem mit dem ganzen Plastik verträgt. Ja, der Pizzakarton ist ja zum Glück keine Plastik dran, aber... Das ist doch bedrucktes Pappe auf eine Art, die schon unnatürliche Stoffe hat. Das mag sein, aber immerhin kein Plastik. Ist ja glänzend, also ist es keine Pappe an sich. Was habt ihr denn für Plastik? Na, oben drauf, die Bedruckung ist manchmal nicht reines Pappe. Das ist doch glänzend. Was? Das kommt massiv auf den... Das sind zum Teil Hochglanzdruck, natürlich. Ja, das kommt massiv auf den Lieferdienst an. Eben. Ja, was weiß ich, du nimmst den billigsten, nehme ich an. Eben, Masse statt Klasse. Ja, Hochglanzdruck. Ich meine, gut, du kannst die Pappe teilen und nur den Innenteil essen, du verträgst trotzdem nicht zu viel Zellulose. Das ist ja egal. Das wird erstmal meinen Magen glücklich machen. Ich frage mich sowieso, wo das alles bleibt. Direkt auf den Hüften. So ist es. Schön. Nein, das bleibt nirgendwo. Das ist irrelevant. Dann aber ich glaube, von der Zellulose musst du die schon irgendwann übergeben. Das kann gut auch sein, weil da Leim drin ist und Leim ist halt... Ne, nicht auch nicht so geil. Eben. Aber nein, hey. Du hast nicht so großen Hunger, dass du deine Kotze essen willst. Das ist gut. Dann kann ich die auch runterspülen. Also, was machst du denn? Also ich meine, Pizzakartons essen war offenbar nicht die beste Idee. Na dann. Es gibt sicherlich noch eine Möglichkeit, irgendwo außerhalb Essen zu kaufen. Dönerläden. Na, es gibt. Und Meckes. Meckes macht zu, aber es gibt zum Beispiel einen guten alten Currywurststand direkt vorm Flower Power für die ganzen Besoffenen, die dann da rauskommen. Bist du aber in Leipzig? Nein. Currywurststand? Das Flower Power, ist das nicht in Leipzig? Sag mal, du weißt schon, dass Flower Power eine Kette ist. Ah, nee, wusste ich nicht. Okay. Das Flower Power ist eine parasitäre Kette. Okay. Es gibt es überall, auch in deiner Stadt. Yay, ich geh dahin. Ekelhaft. Ja, geil. Er schmeckt nach Currywurst. Jo. Das ist sehr teuer dort. Ich werde mein Bargeld ja wohl loswerden. Du bist dein Bargeld losgeworden. Aber Sophie, du kommst irgendwann von deiner Tour zurück und David guckt gerade verzweifelt in seinem Portemonnaie, ob er noch was drin hat. Sein Mund ist ein wenig besudelt mit Curry-Ketchup. Hi. Hi. Hast du noch Geld? Hier ein 10er habe ich noch, aber mehr habe ich jetzt auch nicht mehr. Wird umgewandelt. Essen. Mhm.
Wahrscheinlich hat sich schon eine Gruppe gebildet von Leuten, die völlig irritiert sind, wie will ich essen kann. Am Anfang war das sicher auch so, aber dann waren sie, glaube ich, ein bisschen angeekelt. Oder was heißt, ja, auch, aber... Mittlerweile dann gelangweilt mir so lustig, den Typen dabei zuzugucken. Das ist klar. Ja, ich kaufe den Rest, den ich für 10 Euro noch kriegen kann. Kriege ich mittlerweile Mengenrabatt da? Fuck no, wie viel Bargeld willst du denn da zu Hause gehabt haben, um überhaupt so viel dazu kaufen? Keine Ahnung. Wer hat denn heutzutage noch so viel Bargeld dabei? Wie viel habe ich noch auf meinem Konto? Naja, ich sag mal... Du gehst ja bald wieder arbeiten, ne? Besser wär's wahrscheinlich. Du bist ja jetzt in Lohn und Brot. In Brot wäre super. In Lohn, aber nicht in Brot. Sag mal, konnte man nicht bei früher bei Supermärkten auch mal Containern? Wäre das nicht eine Alternative? Das stimmt. Das wäre noch eine Alternative. Das ist ein guter Plan, danke. Bin ich gerade nicht drauf gekommen. David kommt da drauf, denn in seinem Kopf dreht sich mittlerweile wirklich viel darum, wie man Essen beschafft. Und Geld ist eine Option, aber da muss man erst zu irgendeiner Sparkasse laufen und alles. Und einen Kredit aufnehmen vielleicht. Ja, ich nehme jetzt 1 Uhr einen Kredit auf. Wofür müssen Sie das Geld benutzen? Essen! Naja, du kannst ja quasi... A, Online-Kredite mittlerweile aufnehmen und B... Meinst Dispo? Oh, Alter. Und Dispo, ja. Dispo. Mann. Das halte ich mal für eine sehr fragwürdige Entscheidung. Gut. Ja, aber Container ist eine gute Idee. Ich mach den leer. Gehst du mit? Was? Gehst du mit? Nee. Gut. David geht also zu einem Supermarkt und in der Nähe ist das nächste ein... ein gut und günstig... Geil, bester Supermarkt. Sagt euch das was? Der ist gut und günstig, das reicht mir. Die Waren im Rewe, das sind ja die gut und günstig Waren, die nicht die Rewe-Marke, sondern die da drunter, was aber im Wesentlichen das gleiche ist, bloß billig. Und das ist ein Laden, der nichts anderes führt. Das ist quasi Home of the Assi. Jedenfalls dort. Da kannst du auf dem Hinterhof, da sind Container, die sind ja jetzt aber verschlossen. Ja und? Ich knurr dieses weiße Schloss an, dass es mich reinlässt, ansonsten breche ich es kaputt. Schloss zeigt sich leidlich unbeeindruckt. Dann mache ich es jetzt kaputt. Womit denn? So mit einem Stein. Mit einem Stein? Na, warte mal. Möchtest du Willenskraft für diese Probe benutzen? Ja, ich bin dazu das gezwungen. Das gäbe dir 3 Würfel mehr, damit du das überhaupt mal weißt. Ich bin dazu gezwungen, das zu tun. Wieso nicht? Ich frag nur, sonst hast du halt nur einen Würfel. Nee, ich bin wirklich dazu gezwungen, charaktermäßig, weil ich will dieses Essen. Was ergibt's denn? Wie waren nochmal unsere Patzerregeln? Schön. Wir patzen glaub, nicht. Kein Erfolg und eine 1. Warum würfel ich mit W19? Also, du kannst das Schloss nicht öffnen. Auch nach einer halben Stunde draufhämmern nicht. Stellt sich heraus, das Schloss ist härter als ein Stein. Also es ist nicht härter, aber du hast jetzt so ein paar Kratzer drauf gemacht und so ein winziges Stück rausgebrochen. Hilft nicht. Klar, gibt es noch irgendwie Eisenstangen oder hast nicht gesehen irgendwas anderes? Liegt da nicht rum. Gut, kann ich irgendwie... das Schloss ist ja meistens nur mittig oder so. Kann ich irgendwie an der Seite das Ding hochhebeln und einen Stein drunter legen oder so und dann da reingreifen? Ich glaube nicht, dass sich das weit genug öffnen lässt dann. Aus welchem Material ist der Container? Meistens sind die aus PVC. Die Essenscontainer? Nee. Die müssen doch gekühlt werden.
Ah nee, Quatsch, das ist ja das, was weghauen. PVC, meinst du, sind die nicht aus Metall? Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, sie sind aus PVC. Ja, ausgezeichnet. Dann hau ich mir da jetzt ein Loch rein. Mit einem Stein komme ich da auch wohl durch. Es dauert eine Weile, aber ich komme da hin. Vielleicht habe ich noch mit ein bisschen Feuerzeug da dran, dann wird es vielleicht weich und dann kann ich dagegen hauen. Ich versuche halt durch die Wand zu gehen jetzt. Wenn das Schloss nicht funktioniert, dann nimmst du die Wand. Bis du da durchgreifen kannst. Tagt es. Ich bin verzweifelt. Es tagt. Und während du da sitzt und mit so, einen kleinen Riss schon reingeschlagen hast, da löst sich dein Hunger ganz langsam auf und dir wird bewusst, was du da eigentlich gerade tust. Während der Morgen graut und du da sitzt und versuchst, die weggeworfene Scheiße da aus dem Container zu fischen, den du ihn mit einem Stein aufbrichst. Nachdem du 40 Euro in Currywurst und Pommes umgesetzt hast, weiter 80 Euro in Bestellscheiße und vorher noch einkaufen warst. Alles klar. Ja. Langsam wird mir wahrscheinlich auch bewusst, dass die Dinger meistens videoüberwacht sind. Von daher verpisse ich mich jetzt. Doch gut und günstig ist nicht videoüberwacht. Das ist schon mal das Gute. Das ist gut und günstig. Ich verpisse mich da trotzdem, bevor die Bullen kommen. Ja. Dann machen wir erstmal Schluss, Kinder. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Thank you.